Jetzt das BB-Radio Witzeduell. Wer zuerst lacht, ist am schwächsten. Und da unser Engelchen Clara Himmel immer noch krank ist, haben wir einen sehr guten Ersatz gefunden, unseren honorigen Schiedsrichter Ingo Jansen. Guten Morgen. Die Regeln noch einmal für alle gefällig? Selbstverständlich. Ja? Also ganz einfach, wer den anderen schneller zum Lachen bringt, hat gewonnen. Alex und Mikey jeweils beide 45 Sekunden Zeit. So viele Witze erzählen wie möglich. Aktueller Stand 21:18 für Mikey. Ich habe ja nicht so ein tolles Langzeitgedächtnis, aber ich glaube zu wissen, dass ich letzte Woche gewonnen habe. Dann hast du letzte Woche ja noch viel deutlicher zurückgelegen als diese Woche. Aber mal gucken. Ja, und dann darf Mikey anfangen. Na ja, klar. Und zwar in 3, 2, 1. Womit kocht ein Zauberer am liebsten? Na? Mit Maggi. Frau auf dem Mond. Houston, wir haben ein Problem. Was ist denn? Ach, nichts. Jetzt sag doch. Nee, ist schon in Ordnung. Jetzt hab dich nicht so. Nein, ich möchte nicht. Braucht eine Oma. Ach, ihr seid doch beide. Braucht die Oma zum Setzen zu lang, fliegt sie durch den ganzen Gang. Carsten 43, Busfahrer und Hobbydichter. Der war gut. Ja, der Mondwitz, ich glaube, der hat mich gekillt. Der war ja ellenlang und ich habe ihn nicht verstanden. Der war nicht ellenlang. Ach, ihr seid beide. Gefühlt nicht verstanden. Ich glaube, die Leute haben ihn verstanden. 23 Sekunden, Leute. Ja, das geht besser. Unterlippe beißen und los. Schauen wir mal. Los geht's. Schatz, wie lange brauchst du eigentlich noch für Spülen? Eine halbe Stunde. Wenn du mir hilfst, geht's schneller. Nee, halbe Stunde ist okay. Und was machen Sie so beruflich? Ich mache Schlüssel nach. Und wie machen Schlüssel? Ich habe mir sagen lassen, es gibt Frauen, da ist eine Fernbeziehung noch viel zu nah. Herr Ober, ich warte schon seit einer halben Stunde auf meinen 5-Minuten-Steak. Ja, dann seien Sie mal bloß froh, dass Sie keine Tagessuppe bestellt haben. Na, einmal haben wir noch. Mann. Kellner, hat es Ihnen geschmeckt? Ich, ja, sehr gut, danke, es war nur ein bisschen viel. Gegen Schluss musste ich schon etwas kämpfen. Kellner, das war ein Buffet. Jetzt aber noch einer. Ja, okay, also mit den Essensgags, da kriege ich hier immer wieder. Aber ich fand die ersten beiden fand ich super. Ja, warum hast du denn nicht gelacht? Weil ich mir auf die Unterlippe gebissen habe. 34 Sekunden. Ist das Leute. Nicht regelwidrig, auf die Unterlippe beißen? Das hast du auch schon ganz oft gemacht. Ja, na okay, wie steht's jetzt? Auf jeden Fall Punkt für Mikey. Wir haben es jetzt 23:17, glaube ich. 23:17, glaube ich. Das BB-Radio-Witze-Duell.